Gott, ich will mein Funlovers von Mai und Juni machen. Und ich fange auch gleich mal an, weil es ist ziemlich viel dazukommen. Serienmäßig habe ich beide Monate WWE Raw und SmackDown geschaut. Danach war ich die letzten zwei Monate ein bisschen süchtig. Dann ganz viel Law and Order. Two Broke Girls, Two and a Half Men. Riverdale. Pretty Little Liars. Yu-Gi-Oh! Habe ich angefangen zu gucken. und 13 Reasons Why. Das ist aber eine sehr, sehr heftige Serie, finde ich jetzt persönlich. Also, ja, ist auch nichts für kleine Kinder. Also, die Serie ist echt heftig, finde ich, aber auch interessant gewesen. Ich konnte eine Zeit lang nicht aufhören zu schauen. Filme habe ich im Mai nicht stehen, aber im Juni steht Cinderella. Habe ich mir extra angeschaut. Dann war die Spider-Man Filmreihe auf Skype und die habe ich mit meiner Mom geschaut. Also Spider-Man 1, Amazing Spider-Man 1 und 2 und Spider-Man Homecoming. Den Film fand ich echt gut. Also der war echt gut. Und mit meinem Freund habe ich geschaut, Der Teufel trägt Prada. Er hat den Film nämlich noch nie gesehen und ich mag den Film einfach, also ja. Ich bin so stolz auf mich. Im Mai habe ich es oder? Mai? Juni? Ich habe es im Mai aufgeschrieben. Im Mai habe ich es geschafft zu zocken. Ich habe einmal das Rumble Roses gezockt, das ist nur so ein Ringspiel. Und auch das SmackDown FS Raw natürlich. ja, die beiden Spiele habe ich gespielt im Monat Mai. Im Juni, wo ich Urlaub hatte, hatte ich leider keine schon Zeit, aber ich finde meinen Controller von der PS3 nicht. Ich wollte nämlich ein bisschen was zocken und habe mich total geärgert, dass ich ihn nicht finde. Musik. Im Mai war ja der Song Contest und da habe ich so ein paar Favoriten, die habe ich rauf und runter gehört. Musik war im Juni. Ich habe ein bisschen ein NSYNC. Und wo der Justin Timberlake dabei war. Und ein Backstreet Boys Problem gehabt im Juli. Ich habe die Lieder rauf und runter gehört. Das neue ist ja hammergeil von Backstreet Boys. Das liebe ich, das höre ich auch oft. Bin froh, dass sie wieder Musik machen. Das finde ich echt cool. Und von Fifth Harmony, das neue Lied, finde ich auch cool. Das habe ich auch rauf und runter gehört im Juni. Bücher habe ich natürlich wieder nichts geschafft, das war ja eh mal wieder typisch, obwohl ich meine Mangas ja weiterlesen könnte oder mein Säulen der Erde. Beauty. Machen wir mit Beauty weiter. Im Mai habe ich sehr, sehr gern den grünen Kajal tragen. Sehr, sehr gern. Das ist von Makeup Factory, der grüne Kajal in der Farbnummer 16. Wie ihr sehen könnt, ist der schon sehr, sehr klein. Ich liebe ihn, aber wird bald leer gehen. Dann habe ich noch Mai, Juni so gern das Vanille Peeling von Yves Rocher benutzt. Ich gehe sehr sparsam damit um. So sieht's aus. Das riecht so geil. Normalerweise bin ich kein Vanille-Fan, aber das ist echt gut. Die gibt's ja leider nicht mehr. Zumindest haben die mir gesagt, dass die auflassen haben. Ich habe noch Gott sei Dank ein Backup davon, weil wenn das leer wird, werde ich weinen. Ich gehe sehr, sehr sparsam damit um. Dann mag ich sehr gerne in letzter diese Essenz Lip Liner. Wie mache ich das jetzt? Die aus dieser LE, werden die LE geheißen? We Are Flawless hat die geheißen. Da habe ich mir ja urviele Lip Liner gekauft. Den glaube ich dreimal, den anderen dreimal. Und die mag ich wirklich gerne. Ich habe den jetzt auch wieder oben, den roten. MAC Lippies habe ich auch sehr, sehr gern dran. Ihr habt es im letzten Video eh gesehen, den MAC Full Fuser, glaube ich, nennt man den. So sieht aus, das ist eher ein Pink. Und wenn nicht, dann rot. Da fehlt mir aber einer. Muss ich mich kurz umdrehen. Die beiden. Einmal den Glam. Den habe ich heute ja auch drauf. Habt ihr im vorigen Video schon gesehen. Oder den hier. Der ist aus einer LE und der heißt C'est la vie. Und der sieht so aus. Den mag ich auch sehr gerne. Den habe ich auch sehr, sehr oft verwendet. Also in letzter Zeit habe ich so eine richtige MAC-Lippenstiftphase. Deswegen habe ich sie auch da hinten aufgebaut. also weil meine MAC-Lippenstiftphase sehr, sehr extrem ist. Ja, dann Fashion habe ich sehr viel Rot tragen. Sehr viel Rot. Ich kann euch da ein paar Bilder einblenden. Also im Juni überhaupt. Im Mai
habe ich so gern mein Tallywake-Kleid in Rot tragen. Kann ich euch auch hoffentlich eins einblenden, wenn ich nicht vergesse. Das, ich liebe dieses Kleid. Das macht meinen Bauch so schön schlank. Deswegen mag ich das so gern. Rot war in den letzten 2 Monaten sowieso mein Ding. Essen. Ich hoffe, ich habe da die Bilder noch. Also im Mai war es Eisballatschinke, die von Tschechien. Die habe ich ja heiß geliebt. Kuchen steht da nur. Die Pizza mit Manu. Ich glaube, ich rede zu schnell. Und das Müsli. Im Juni waren es natürlich die Brote mit den Gurken. Da war ich echt süchtig danach. Trinken habe ich jetzt nicht stehen. Und sonstiges fangen wir mit Mai an. War ich mit dem Roman und mit der Lin in Kleinhagsdorf. Warum zeige ich darüber? deswegen auch die Eisballatschinke und so. Und ich habe das auch gefilmt. Da gibt es ein ganzes Video, glaube ich, davon. Auf meinem anderen Kanal. Ja, im Mai war ja auch der Song Contest und den haben mein Bruder und meine Mom und ich sehr, sehr verfolgt. Wirklich verfolgt. Wir haben sie auch fürchterlich aufgeregt über diejenige, die gewonnen hat. Wie kann so ein Song nur gewinnen? Leute, da merkt man, wie dumm die Menschheit ist. Aber was soll's. Wenn es nicht nur politisch zugangen ist, weiß man ja auch nicht. Dann ist das ja mit meinem Opa passiert. Mein Opa ist ja verstorben im Mai. Ja. Am liebsten würde ich jetzt losholen, aber wir reden weiter. Mein Zwilling ist zusätzlich auch noch aufgegangen. Das habe ich euch im Aufgebrauchsvideo eh auch erzählt. Der ist zusätzlich auch noch aufgegangen, deswegen war ich ja dann 2 Wochen im Krankenstand. Ja. Und im Juni habe ich ja Urlaub gehabt. Da war ich im Urlaub auf einer Biotherm-Schulung, beziehungsweise auf einem Biotherm-Event, weil eine richtige Schulung war es nicht und das war urgeil. Dann war noch der Geburtstag von einer Freundin, der war aber vor meinem Urlaub, von Jahren einer Freundin. Da waren wir auch und ich musste da durcharbeiten. Ich habe keine Stunde geschlafen und habe am Samstag arbeiten müssen. Das war vor meinem Urlaub, ich war hin. Ich war wirklich hin. Ich bin echt zu alt für den Scheiß. Dann war ich eben auf dem Donauinselfest, wo ich auch den Nathan Trent gesehen habe. Wer den Song Contest verfolgt, weiß, dass der letztes Jahr für Österreich war. Hier habe ich ein Selfie nicht, aber hier hat meine Freundin die Amy und mich und ihm fotografiert. Der ist so lustig und wir haben sich sogar 2 Mal am Abend. Yay! Er ist urlieb. Und er kennt mich von Insta. Yay! Und seine Musik ist gut. Also wer das Follow Me Around gesehen hat, ich finde die Musik super von ihm. Dann war ich noch, das war kurz vorm Ende von meinem Urlaub mit den Kolleginnen im Prater. Und das war urlustig. Das war so lustig. Ich habe so gelacht und geschrien und geflucht, weil ich normalerweise mit vielen Sachen nicht fahre. Ich weiß nicht, ob ihr den Wiener Prater kennt, aber da gibt es ja die wilde Maus. Mit der bin ich gefahren und bei jeder Kurve habe ich gedacht, ich fliege aus diesem Ding raus. Ich habe so geschrien. Bei einem Runterfahren habe ich laut Fuck gebrüllt und die Kolleginnen haben sich totgelacht. Und der eine neben mir war natürlich taub. Ich bin auch mit dem Breakdance gefahren, was ich normalerweise auch nie mache. Mit was bin ich noch gefahren? Mit dieser Wasserbahn bin ich gefahren. Und dann am Schluss mit noch was. Und ich habe so Tränen lachen müssen wegen meiner Kollegin. Ich bin halber gestorben. Und Freundin, weil das ist auch eine Freundin auch von mir. Also ich bin halber gestorben wegen ihr. Mein Gott, war das lustig. Ich hoffe, dass wir das bald wieder machen, weil das war wirklich lustig. Also Prater mit Kolleginnen ist echt witzig. Ja, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ich weiß, es war auch ein bisschen verpeilt, aber so bin ich in letzter Zeit. Und ihr könnt mir gerne mal schreiben, was euch Mai, Juni passiert ist, was entweder traurig oder gut war. Könnt ihr mir gerne mal schreiben. Und das heißt, wir sehen uns dann im nächsten Video wieder. Bye!